damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Coral Island. So, wir sind stehen geblieben und haben hier für Paul den Baumstamm weggemacht, wo wir aber immer noch nicht wissen, wie das da weitergeht. Wir suchen noch Schalotten, die wir immer noch nicht gefunden haben. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Oh. Never mind. Wie auch immer. Da haben wir die Schalotte. Das ist schon mal gut, dann fehlt uns... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Da habe ich zwei Schalotten. Okay, ja, habe ich halt zwei Schalotten gefunden. Bis die ganze Zeit finde ich keine. Und jetzt dann, oh ja, jetzt haben wir Schalotten. Wahrscheinlich habe ich sogar schon welche verkauft, oder dass ich es wusste, hä? Aber egal, dann haben wir das schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Dass ich diese Motte erwischt habe, ist schon ein Wunder hoch 10. So, dann bringen wir erstmal gleich die Schalotte dahin. Zwei Schalotten gefunden. Okay. Oh, meine Tasche ist auch bald voll. Sandläuferkäfer, also wahrscheinlich beim Sand, okay. Also hier am Pier. Einfach mal am Pier gucken. Am Pier. Nicht Vampir, am Pier. Damit das gleich mal klar ist, ne? So. Na. Natürlich jetzt noch eine größere Tasche holen bei dem Geld, was ich hier habe. Da drunter ist eine lila Kaurimuschel, okay. Den Müll werde ich jetzt mal gerade nicht wegmachen. Soldaten... Ich noch nicht gereinigt. Da ist doch nichts zum Schütteln. Ist doch nichts drauf. Ja. Ui. Dankeschön. Beziehungsweise man sagt ja Entschuldigung. Keine Ahnung, was man zurzeit macht, wenn man niesen muss. Was zurzeit der aktuelle Knigge sagt. Das wirft mich mal voll aus der Bahn. Golderz finde ich krass. Ah, stimmt, ich würde mir noch meinen Hühnerstall holen. Seht ihr jetzt, wo ich es gerade sehe? Nee, Schalotten hatte ich noch nicht verkauft. Okay. Erst muss ich gleich gucken, ob ich das gebrauchen kann oder nicht. So, ah nein, ich komme gleich zu spät zum Laden. Muss mich jetzt beeilen. Yes, danke. Darf ich das hier irgendwo platzieren? Okay. Navigieren. Ah, vergrößern. Ah. Jetzt sagt mir, ich muss echt erst Platz machen. Nee, ne?
Wenn ich das da platziere, ist doch doof. Hier könnte ich es wahrscheinlich irgendwo platzieren, aber... Ne, hier zählt er das ja irgendwie anscheinend nicht. Obwohl hier rein theoretisch Platz wäre, oder? Ja, ne, es muss auf so einem freien Feld sein. Das ist doch doof. Darf ich das später wieder umplatzieren? Bist du sicher? Ja. Hm. Aber ich hätte immer noch Geld über. Das ist schon mal gut. Naja, jedenfalls eine Wespe. Muss ich einen Tag warten? Ja? Hühnerstall wird gebaut. Dann gehen wir mal zum Museum und spenden mal. Mal gucken, was wir spenden können. Beziehungsweise eigentlich kann ich auch so gucken, ne? Spendet, gespendet. Ne, dann gehen wir doch eher zu Ling. Ist halt die Frage, wo komme ich jetzt schneller hin zu Ling? Ich glaube so. Sofern Ling noch auf hat. Ernsthaft, der Triceratops-Schwanz. Ein zweites Mal. Okay. Ich glaube, da wird dann auch stehen, dass wir den schon gespendet haben. Ja, aber ich konnte irgendwas aus den Fossilien machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Dann rüber. Werde ich wahrscheinlich noch häufiger finden. So, wieder mit dem Müll einsammeln. So. Und rüber damit. So, was muss jetzt noch aufgewertet werden? Nur die Hake. Ja, shoppen gehen kann ich jetzt erstmal nicht mehr. Hintergrund, denke ich mal, ist verständlich, weil Geschäft dazu. Aber gut, dann holen wir uns jetzt erstmal unser Geld. Es wird dunkel. Ich muss mich jetzt echt mal um den Topf oder so kümmern. Okay. Ich bin jetzt sozusagen im Bauch des Wals. Ich habe Annes Geburtstag vergessen und ich muss das schnell wieder gut machen. Leider gestattet es mir meine täglichen Aktivitäten nicht, selbst danach zu suchen, also werde ich deine Hilfe benötigen. Ich brauche grünen Tee. Einer reicht. Falls du ihn findest, stehe ich tief in deiner Schuld. Bitte suche so schnell wie möglich danach. Danke, Paul. Wo bekomme ich denn jetzt grünen Tee her? Mach mit bei der Strandreinigung morgen am 27. Sommertag um 9 Uhr. Arbeiten wir Hand in Hand, entsorgen den Müll und haben danach Spaß bei lustigen Spielen.
Badeanzüge sind willkommen, aber nicht verpflichtend. Getränke werden bereitgestellt. Paul, ich muss dir jetzt den Hintern retten. Oh Mann. Ich stelle mir gerade die Frage, warum die Tomaten so lange brauchen. Aber, naja, so ist das Spiel halt. Auf den letzten Drücker. Yay, Bananen. Ich glaube zwar nicht mehr, dass es jetzt innerhalb der nächsten 2 Tage fertig wird, der Mais hier, aber egal, wir hoffen einfach mal, ne? Hat die Bananen nicht schon mal verkauft? Ich hätte jetzt eigentlich wetten können, ich hätte Bananen schon mal verkauft, aber okay. Hühnerstall braucht noch. Ja. Ich krieg den jetzt wahrscheinlich weg, ne? Holz. Ist eine Hausnummer. Ne, 3 Holz. Habe ich jetzt gerade auf 43. Fäll ich jetzt den Baum schneller, oder? Nein, nicht wirklich. Okay. Erstmal weg hiermit. So. Der Baum nervt mich auch noch. Nein. So gehe ich jedenfalls nicht unter Wasser, ja? Also bitte. Oh, endlich mal wieder ein bisschen mehr zum Sehen hier. So, dann gehen wir zum Schmied. Aber warum habe ich das jetzt nicht freigeschalten? Den Vanillefalter nehmen wir mal mit. Wow, ich habe Schrott bekommen. Ich liebe es, wenn ich Schrott bekomme. Gut, dann holen wir uns jetzt mal den Topf. Der Topf fehlt mir ja auch. Hier unten lang war das. Hier zu Ling und bei Ling dann runter und dann Socket and Pen und die haben closed, weil Montag und Freitag geschlossen und es ist Freitag. Habe ich nicht ein Glück. Da kann ich meine Frisur ändern. Da kann ich mir Klamotten kaufen. Kann ich den Weg freischalten? Achso, hier. Komm, beruhig dich wieder. Beruhig dich wieder. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich den schon hatte, aber... Habe ich
irgendwas, um die Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Tasche aufwerten. 12.000. Ja, moin. Bessere Qualität? Nö. Der ist eigentlich nicht schlecht. Damit könnte ich gut unter Wasser arbeiten. An dem brauche ich jetzt nicht. Sommer oder Herbst? Frühling, Sommer. Papaya. Papaya brauche ich doch noch, ne? Komm, hol mal Papaya. Wenn ich mir schon keine Pfanne holen kann, dann eine Papaya. Ich frag mich, wie der Hund da reinkommt. Der glitscht sich doch hundertprozentig da rein. Und der kommt da seitdem nicht mehr raus. Daher sieht's so aus. Dabei versucht er die ganze Zeit da rauszukommen. Ich hätte noch gucken sollen, ob ich noch was zum Museum bringen muss. Ich hätte auch zum Museum rennen können, wäre ich schneller gewesen. Ach, Mann. Manchmal ist der Trollplay dumm. Manchmal ist der Trollplay dumm. Ist schon gespendet und ist schon gespendet, ist schon gespendet. Wunderbar, das wollte ich wissen. So. Wunderbar, dann ist das auch erledigt. Dann noch hier diese Sachen verkaufen. Nochmal wieder Müll rausholen. So. Dann holen wir noch das raus. Packen das wieder rein. Holen noch das raus. Packen das da rein. Packen das wieder zurück. Ah, muss ja bald wieder runter. Ach Mann. Hier noch irgendwas zum speziellen Bauen, so was mir. Bodeninsektenfalle. Eine Falle. Okay, ein Bienenstock. Dehydrator entzieht Meeresfrüchten wie Austern und Jakobsmuscheln Feuchtigkeit. Dient der Herstellung von getrockneten Handwerksprodukten. Ja, aber was für Handwerksprodukte? Das wird halt halt auch nicht angezeigt, ne? Ne. Rotschild. Schmelzofen. Tauchersnack, brauche ich Alge. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Alge gefunden, kann das sein? Hydro 1. Brauche ich nicht. Konserviert Obst und Gemüse. Eine Steintruhe, 40 Objekte. Das ist jetzt nichts anderes als das da. Mal davon abgesehen, dass die halt die Schrotttruhe nicht aussieht wie aus Stein gemacht, wenn die so, ne? Also. Nee. Es ist nichts Interessantes dabei. Okay, Leute. Dann, ja. Würde ich sagen, heute mal eine etwas, ja, kompaktere Folge. Ich sage dann an der Stelle wie immer danke, bis zum nächsten Mal und ich bin Eutro. Haut rein. Tschö, tschö.